Was geht ab, YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. In dem heutigen Video gucken wir uns die ein oder andere Karte an. Nicht nur die ein oder andere, alle Karten, die am nächsten Donnerstag erscheinenden Set Genesis Impact rauskommen. Ja, die gesamte Kartenliste wurde gestern enthüllt und wir schauen heute live und direkt mal rein. Gucken uns die neuen Archetypes an, die hier im TCG released werden, unter anderem Magistus, hier Dytrons und die Evil Twins, die im TCG released werden, sehr nice. Es gibt den ein oder anderen Reprint, der geht so ist, ich habe schon Spoiler gesehen, das ist alles nicht so der Hit, aber da gucken wir auch mal direkt rein und sprechen drüber. Und natürlich gibt es Collectors Rares, 15 an der Zahl in dem Set. 15 Stück, mega fett, sehr, sehr geile Teile dabei, unter anderem die ganzen Nightmare Link Monster sind irgendwie auch als Collectors Rare mitvertreten, sehr, sehr cool, die gucken wir uns alle einmal an auf dieser geilen Genesis Impact Full Spoiler Card Reveal Liste. Doch bevor wir loslegen, wie immer an dieser Stelle, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen, damit ich auch in Zukunft weiterhin motiviert bleibe und ein Video nach dem anderen für euch raushaue. Und ohne noch mehr von eurer kostbaren Zeit zu verschwenden, lasst uns direkt in diese Kartenliste einsteigen. Los! Wir steigen direkt in diese Liste ein. Ja, hier sehen wir es auch schon. Genesis Impact. Mal gucken, ob dieses Set tatsächlich so einen Impact haben wird wie Secret Slayer seinerzeit, wo unter anderem der Eldritch Archetype und die Emancipator rausgekommen sind. Bin ich echt gespannt, ob diese Archetypes tatsächlich, also die im Genesis Impact erscheinen, was reißen und die Meta so richtig schön aufmischen. Ja, das ganze Set kommt natürlich am 3.12., sprich nächste Woche, diese Woche Donnerstag, wann auch immer ihr das Video seht. Donnerstag, 3.12., so sieht's aus, kommt das Ding raus. Natürlich ein wunderbares Geschenk, was ihr euch selber in den zum Nikolaus in den Schuh legen könnt. Aber nicht vergessen, Schuhe natürlich ordentlich putzen, damit ihr, also ihr müsst euch die Karten schon verdienen. Ne? So, und dann würde ich einfach mal sagen, wir legen direkt los. Ne? Scrollen hier wunderbar runter und schauen uns da die erste Karte an. Crowley, ja, die erste Karte vom Magistus Archetype. Ein sehr, sehr, also wie ich finde, cooler Archetype. Spellcaster Archetypes finde ich immer sehr, sehr nice. Ja, also, wie soll ich sagen, die ganzen Magistus-Monster sind den, wie nenne ich's, den Originalen nachempfunden, also alten Karten nachempfunden. Also in dem Fall der Crowley ist tatsächlich der Alistair, nur halt als Kind, sage ich jetzt einfach mal. Die Suroa, das ist ein neues Monster, wo ich keine Verbindung zu irgendeinem bestehenden Monster oder bestehenden Karten sehe. Auf jeden Fall eines der Boss-Monster oder mit das Main-Deck-Boss-Monster aus dem Magistus-Archetype, hat einen sehr starken Effekt, sieht unfassbar cool aus. Also die Artworks bei den Karten sind on fire, muss man tatsächlich sagen. Dann haben wir hier Reliona, das ist sozusagen die Witchcrafter-Ware, genau richtig. Die gibt es hier sozusagen auch als, sag ich mal, als junge Variante. Also all diese Magistus-Karten sind sozusagen die Lehrlinge oder die Hexer zur Lehrlingszeit. Einen dunklen Magier gibt es hier leider nicht. Hätte ich cool gefunden, wenn sie den dunklen Magier noch irgendwie implementiert hätten. Also keine Ahnung, wobei wäre dann wahrscheinlich eine Level 4 Vanilla geworden. So. Aber vielleicht hätte man auch was Cooles mit ihr anstellen können. Dann gibt es hier Endymion, Magistus der Meisterung. Und damit war es das sozusagen mit den Main-Deck-Monstern. 4 Stück an der Zahl, alle Level 4, alle unterschiedliches Attribut. Ist schon mal nice. Und damit kommen wir auch zu den Extra-Deck-Monstern. Die sind auch alle sozusagen unterschiedliche Attribute. Sind aber alles, also nicht nur unterschiedliches Attribut, sondern auch unterschiedlicher Monstertyp. Was es tatsächlich sehr, sehr schwer macht, irgendwie ein Floodgate gegen dieses Deck zu legen. Vielleicht ist das auch der Trick bei dem Deck tatsächlich. Hier, VFD und so, ne? Ihr wisst, die können dann halt in dem Moment tatsächlich nichts reißen. Also so ein Floodgate bringt da wahrscheinlich nur bedingt was gegen den Archetype. Und da haben wir das erste Extra-Deck-Monster, und zwar Ivas, Magistus Zaubergeist. Ich glaube, eines der stärksten auf jeden Fall. Er hat einen coolen Effekt, und zwar kann man als Schnelleffekt diese Karte einem gegnerischen Monster ausrüsten. Und dann, wenn das passiert, das Gegner, also die Kontrolle über das gegnerische Monster übernehmen. Effekte sind negiert, aber wen interessiert's?
Ihr habt ein extrem starkes Monster. Warte mal, wählt die Karte. Mit diesem Karte ausgerüstet übernehmen. Warte. Du kannst ein. Nein. Während der Mainphase, Schnelleffekt, du kannst ein anderes offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Doch, tatsächlich wählt die Karte. Ah, aber trotzdem nicht zu vernachlässigen, Unterwäldler. Mein Lieblingsmonstertyp auf jeden Fall. Wind. Wind ist natürlich ein bisschen verwirrend, aber warum nicht? Dann kommen wir zur nächsten Karte und zwar Vara Magistus Göttlichkeitsdrache. Die hat sogar einen generischen, also ist erstens generisch sozusagen beschwörbar, ein Empfänger, ein Nicht-Empfänger in dem Fall. Und hat auch einen generischen Effekt. Wenn diese Karte zerstört werden würde, werden sozusagen, kann man alle anderen offenen Karten auf dem Spielfeld zerstören. Also, falls diese synchrobeschworene Karte zerstört wird, du kannst alle offenen Karten auf dem Spielfeld, beziehungsweise die dein Gegner kontrolliert, zerstören. Das ist tatsächlich cool. Ansonsten, ja, halt ein paar Magistus-Effekte mit drin. Dann haben wir hier eine Xyz, ein Xyz-Monster, Nina Ruru, Magistus Glasgöttin. Also wie ihr schon seht, auch hier unten mit dem Link-Monster, Artemis Magistus Mondmaid. Also das ist auf jeden Fall ein On-Fire. Also hier sieht man es auch tatsächlich so ein bisschen die goldene Schrift. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das wird safe eine Ultra-Rare sein. Ist, glaube ich, sogar eine der Collectors-Rare-Karten. Super stark. Braucht ein Hexer der Monster, ein Hexer-Monster der Stufe 4 oder niedriger. Sprich, ihr müsst bei eurem Invoked-Play, um den Mechabar zu beschwören, nicht mehr in den Almirage und dann in den Secure Gardener, sondern könnt einfach direkt in Artemis rein und habt dann theoretisch schon den Alistar im Friedhof und ein Lichtmonster auf eurem Spielfeld, um mit Beschwörung dann eure Mechabar zu beschwören. Heißt, ihr habt einen weiteren Extra-Deck-Slot frei, weil ihr den Almirage kicken könnt. Mega cool, hat auch einen guten Effekt. Ist tatsächlich hier, wie man sieht, ist so ein bisschen Celine nachempfunden. Ja, Baby Celine in dem Fall. Und was cool ist am Magistus-Archetype, im Extra-Deck alle Beschwörungsarten vertreten. Ziemlich cool, muss ich sagen. Ich bin echt gespannt, was da noch für Support in Zukunft kommt und wie stark tatsächlich die Karten hier im TCG einschlagen werden. Dann gibt es hier noch natürlich ein paar Zauberkarten, die mit zum Archetype gehören. Magistus Beschwörung, wobei, wenn ich Beschwörung lese, wird es schon wieder Beschwörer, ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck. Verwende dafür Monster von deiner Hand oder Spielfeld als Material, darunter ein Hexermonster. Falls du ein Magistus Fusionsmonster beschwörst, kannst du auch Monster an deiner Zauberfallen Zone verwenden, mit denen ein Magistus-Monster ausgerüstet ist. Genau, was der Magistus-Archetype nämlich auch hat, ist, man kann sozusagen die Main-Monster mit Monstern aus dem Extra-Deck equippen. Macht das Sinn? Das macht Sinn, genau. Und dann schalten sich sozusagen Effekte frei. Also auch eine neue Spielmechanik so für all die, die mal Bock auf was anderes haben und Bock auf was Neues haben. Vor allen Dingen auch Bock auf eine neue Spielmechanik. Das ist tatsächlich ein Archetype. Guckt es euch mal genauer an. Im Optimalfall wird es nicht ganz so teuer. Also ich hoffe, dass keiner der Archetypes in diesem Genesis Impact Set verhältnismäßig oder gleich teuer wird wie Eldritch oder Endemancipator aus dem Secret Slayer Set. Also hoffe ich tatsächlich nicht, dass sozusagen mehr Leute einfach Zugang zu den Karten haben, sowohl Casual als auch Pro-Player, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht lässt sich der ein oder andere Archetype hier tatsächlich extrem abusen. Was haben wir hier noch? Magistus Vritra. Das war's. Was soll man sagen zum Magistus Archetype? Ich glaube, ich habe genug gesagt. Bin gespannt, womit man es kombinieren kann. Also ja, so Invoked liegt auf der Hand tatsächlich. Bin gespannt, was man noch damit anstellen kann. Also ich habe auch überlegt tatsächlich, weil ich Hexer einen coolen Archetype finde. Schauen wir mal. Ich werde hier auf dem Kanal auf jeden Fall so ein Päckchen aufmachen und je nachdem von welchem Archetype, wie viele Karten ich ziehe, vielleicht lasse ich mich dazu hinreißen, auch ein Deck darüber zu bauen. Gucken wir einfach mal. Und dann springen wir noch zum nächsten Archetype, der hier im TCG released wird. Und zwar hier, die Evil Twins. Es gibt zwei Main-Monster. Nur zwei. Finde ich irgendwie ein bisschen wenig. Aber die specialen sich gegenseitig. Also sind so eine Art Tourguide für sich selber. Sprich, wenn die beschworen wird, wird die beschworen. Und wenn die beschworen wird, wird die beschworen. Zack, hat man zwei Evil Twin Monster auf dem Spielfeld und kann dann in seine Link-Plays gehen. Tatsächlich gar nicht so verkehrt. Hier gibt es sozusagen die ersten beiden Evil Twin Monster. Sind sozusagen alles Unterwäldler, bis auf die beiden Main Monster, diesen Cybers, warum auch immer, vielleicht damit man sie einfacher searchen kann mit Signet Mining. Nachteil an dem Evil Twin Archetype ist, wenn man die Effekte der Link Monster benutzt,
ist man bis zum Ende des Spielzugs in Unterweltlermonster gelockt. Also sozusagen, man darf nur noch Unterweltlermonster speziell beschwören aus dem Extra-Deck. Was so ein bisschen, ja, also wenn du so eine Restriktion hast, schränkt das direkt sozusagen. Also wenn ich sowas lese, habe ich immer das Gefühl, das kann nichts werden. So. Weil du damit sozusagen die unendlichen Möglichkeiten bei Yu-Gi-Oh! Einfach schon mal einschränkst und sagst, nein, nur noch Unterweltler. Zum Glück gibt es den Unchained Archetype, losgekettete. Da gibt es extrem geile Karten, wie ich finde, tatsächlich den Underrated Archetype. Gibt sehr, sehr geile Deckbuilds und auch Gameplays, die ich schon gesehen habe. Habe auch mal eine Zeit lang überlegt, mir das Ding selber zu bauen. Bin irgendwie nie zugekommen. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, genug Decks rumliegen. Aber wer Bock auf Unterweltler hat und wer vielleicht schon Unchained zu Hause rumliegen hat, checkt auf jeden Fall die Evil Twins aus. Ha, sehen auch cool aus. Also sind so eine Art, wie nennt man es, Yugi-Tuber. Nee, nicht Yugi-Tuber. Ich bin Yugi-Tuber. YouTuber oder Influencer tatsächlich. Irgendwie cool. Und dann gibt es hier noch ein weiteres. Siehst du, nee, es gibt drei. Wusste ich so. Es gibt drei Main-Deck-Monster und zwar hier einmal Stufe 8 Unterweltler. Mit einem coolen Effekt kann man searchen mit einer Magiekarte namens, ich hab's vergessen, kam auf jeden Fall in diesem Legendary Duelist Set raus, wo der ganze Bakura Support drin war. Wirf eine Karte ab, such dir ein Level 8 Unterweltler Monster aus dem Deck. Tatsächlich in dem Fall dann halt auch searchable. Bin gespannt, ob die Karte eigentlich einen Preis steigt. Ich habe davon drei Stück im Ordner liegen. Musst du gleich mal gucken, ob da was passiert auf dem Markt. Dann natürlich hier noch ein paar Zauberkarten, die mit am Start sind. Ja, Logo und natürlich auch ein paar Fallenkarten. Ob da jetzt irgendwas Spektakuläres dabei ist, mag ich nicht zu sagen. Ja, aber zum Glück gibt es sozusagen genug Karten im Genesis Impact Set, um sich, ja, ich sag mal schon tatsächlich drei Viertel des Decks zu bauen. Und ihr werdet nicht drum rumkommen, noch irgendwie eine zweite Engine mit reinzuwerfen. Genauso sieht es nämlich beim nächsten Archetype aus, und zwar die Drytrons oder Dritron oder wie auch immer man die auf Deutsch ausspricht, Drytron. Sehr cool, weil alles, was ihr bisher an Ritualbeschwörungsmechaniken kennengelernt habt, könnt ihr in die Tonne kloppen. Braucht ihr nicht mehr. Die Mantrawichtel waren cool eine Zeit lang, sind jetzt allerdings ein alter Hut, muss man tatsächlich sagen. Drytrons bringen Ritualbeschwörungen auf ein nächstes Level. Unter anderem vier Main-Deck-Monster gibt es, die alle Stufe 1 sind und alle 2000 ATK haben. Dazu kommt noch, dass alle denen, also sozusagen die Link, nee, nicht die Link, die Ritualbeschwörung, siehst du, blaue Karte, Link-Ritual, ja. Die Ritualbeschwörung wird sozusagen, also man muss die ATK des zu Ritualbeschwörenden Monsters zusammenbekommen. Bedeutet, wenn ihr, ich sag jetzt mal, ein 4000 ATK Ritualmonster auf eurer Hand habt, benutzt ihr zwei dieser Drytron Monster, die jeweils 2000 ATK haben, um das Ritualmonster von eurer Hand speziell zu beschwören. Mega cool, oder? Also nochmal, wieder eine andere Form der Ritualbeschwörung, finde ich extrem cool. Sowas frischt das Spiel immer wieder auf und eröffnet einem andere Möglichkeiten. All diese Monster haben folgende Restriktion. Sie können nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Sie können nur durch den Effekt einer Drytron-Karte speziell beschworen werden. Und man kann all diese Monster von seiner Hand oder seinem Friedhof, warte, das war glaube ich auch Friedhof, ne? Ja, von Hand oder deinem Friedhof könnt ihr die Karten sozusagen in die Verteidigungsposition speziell beschwören, indem ihr ein Monster in eurer Hand oder auf eurem Spielfeld als Tribut anbietet. Also eigentlich super simpel. Also gefühlt fast einfacher geht's nicht, weil ihr sozusagen die eine in den Friedhof, also die eine bietet ihr als Tribut an von eurer Hand, beschwört die andere, die geht in den Friedhof und dann macht ihr genau denselben Effekt mit der, die im Friedhof gelandet ist und sozusagen bietet irgendwas anderes von eurer Hand als Tribut an. Finde ich cool. Es gibt eine Restriktion, die alle haben, wenn ihr ihren Effekt einmal benutzt habt. Und zwar könnt ihr bis zum Ende des Spielzugs, wenn ihr einen der Effekte dieser Main-Deck-Monster aktiviert habt, keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Monster, die nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden können. Hat das Sinn gemacht? Ja, das hat Sinn gemacht. Klingt kompliziert. Also, alles, was normal beschworen werden kann oder gesetzt werden kann. Beispiel Alistar. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf Alistar komme. Sehe ich in letzter Zeit viel zu oft. Geht mir auf den Sack die Karte. Beispiel Alistar. Den könnt ihr normal beschwören. Also könnt ihr ihn sozusagen nicht mehr spezial beschwören. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Also, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Monster, die normal beschwören werden könnten, können nicht mehr spezial beschworen werden. Genau.
das macht, glaube ich, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Hier, 5. Siehst du, guck mal, hier 5 Monster gibt es. Gab es nicht nur 4? Ich habe das Gefühl, dass mal 4 enthüllt wurden. Egal. Auf jeden Fall 5 Main Deck Monster gibt es. Ich finde Artwork finde ich sehr, sehr geil bei den Karten. Also gibt es tatsächlich gar nichts zu meckern. Und dann kommen wir auch zu den, Archetype-eigenen Ritualmonstern. Und zwar Drytron Meteones Draconiden und Drytron Meteones Quadrantiden. Krasser Name, also da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn die Leute die Karten auf jeden Fall in ihren Videos im Deckprofile benennen. Achso, und was man noch dazu sagen muss, man kann alle Ritual beschwören, ne? Also ihr seid nicht in den Drytron Archetype gelockt, sondern ihr könnt einfach, bestes Beispiel, Necros spielen oder irgendein anderes Ritual, Deckthema, worauf ihr gerade Bock habt. Drytrons sind tatsächlich als Engine zu verstehen, plus halt noch ein, zwei eigene Bossmonster, die als Ritualkarte daherkommen. Dann gibt es natürlich auch hier einen Haufen Spells, die mit dazugehen, unter anderem auch eine Spielfeldzauberkarte. Also ist tatsächlich gar nicht verkehrt, optisch ultra nice hier, das wird auch eine der stärkeren Karten sein. Das ist schon geil, also wie ihr hier schon seht, so hier kann man es ganz gut lesen. Diese Karte kann verwendet werden, um ein beliebiges Ritualmonster als Ritualbeschwörung von Hand oder Friedhof zu beschwören. Ultra nice. Und dann, hier ist der Effekt ganz gut beschrieben, du musst zusätzlich Maschinenmonster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Tribut anbieten, deren gemeinsame ATK größer oder gleich der ATK des Ritualmonsters sind, das du als Ritualbeschwörung beschwören möchtest. Also, genau, ihr könnt ein beliebiges Monster-Ritual beschwören, müsst allerdings dafür Maschinenmonster von Hand- oder Spielfeldseite als Tribut anbieten, deren gemeinsame ATK größer oder gleich der ATK des zu beschwörenden Monsters ist. Ich find's cool, ich find's tatsächlich eine sehr, sehr coole Mechanik. Gibt leider nur keinen Ritual-Archetype, der mich gerade so triggert, so, worauf ich Bock habe. Ansonsten auf jeden Fall kann man schon mal machen. Dann, was haben wir hier noch? Genau, eine Fallenkarte gibt es natürlich auch noch zum Archetype dazu. Und das war's. Das waren die drei Archetypes, die wir hier in diesem Set präsentiert bekommen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Reprints bei dem einen oder anderen, weiß ich nicht, Cybers-Apparat, ja. Künstler, Zauber, Hütchen, Spieler macht natürlich Sinn für die Magistos. Sternzieher. Sorry, ich weiß nicht, was das soll. So, ja, okay, auch für Magistus natürlich. Cyber Engel Benten, sehr cooler Reprint, auf jeden Fall für den Drytron Archetype. On fire, das Ding. Und natürlich, ja, Fee, Reprint. Ja. Schon gut. Dann Albtraumritter Greif. Ja, ne, die ganzen, also ich glaube, die ganzen, nee, warte mal, nur die, wir gucken gleich nochmal. Dann natürlich Cyber Notfall. Dann haben wir hier extra törichtes Begräbnis. Man kann die Hälfte der Lebenspunkte zahlen und ein Monster sozusagen von extra Deck in den Friedhof legen. Yo, why not? Kann man auf jeden Fall als Reprint haben. Dann Geboren aus Draconis. Ja, ist für den Drytron Archetype interessant, aber ob die tatsächlich gespielt werden wird, wage ich zu bezweifeln. In dem Fall tatsächlich wahrscheinlich zu langsam, weil es eine Fallenkarte ist. Bodenlose Fallgrube, ich weiß nicht, was das soll. Muss mir tatsächlich einer erklären, warum die Karte hier mit drin ist. Keine Ahnung, da hätten wir doch bestimmt irgendwas anderes reprinten können. Davon gibt es so viele Prints. Yo. Oder das ist, warte mal, funkelt hier so? Nee, ich glaube nicht. Ich dachte gerade, dass es eine der Collectors Rares ist, aber ist es nicht. Dann gibt es hier Herold der Endgültigkeit als Reprint, Mantrawichtel, Kelchschleim, ja, wer, ja doch, den wird man wahrscheinlich noch spielen, aber die Main Deck Monster nicht mehr, weil die Main Deck Monster die Restriktion haben, dass wenn sie auf dem Spielfeld liegen, ihr sozusagen nichts mehr aus dem Extra Deck beschwören könnt. Mega bittere Restriktion, muss man dazu sagen. Dann Streifenpolizistin aus der Unterwelt, das ist auf jeden Fall eine der Collector Rares. Dann Sicherungssekretärin und dann haben wir hier noch ein paar weitere Collector Rares und zwar Albtraumritter Einhorn und Albtraumritter Phönix. Sehr, sehr willkommener Reprint. Also ich hoffe, dass die nicht nur als Collector, sondern auch als Reprint hier mit drin sind. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Weil die Karten, ja, halten sich relativ stabil vom Preis. Von daher, die Dinge als Reprint in dem Set ist auf jeden Fall sehr, sehr willkommen. Dann haben wir hier Nummer 96, Finsterer Nebel und Alistair, der Beschwörer des Wahnsinns. Ja, eine sehr, sehr teure Karte aktuell. Schön, dass es da einen Reprint gibt. Bin gespannt, ob Invoke die nächste Banlist tatsächlich überlebt. Ja, in knapp 2 Wochen wissen wir es. Dann haben wir hier natürlich noch Buch des Gesetzes. Auch ein willkommener Reprint, ein, zwei beschworener Monster, dann Silent Regression, Weltvermächtnis Weltlanze, Graveur de Mal und Künstlerzauber Schadensjongleur natürlich für, also beide Karten für den Magistus Archetype, hier einmal für die Dytrons.
Ja, und warte mal, das war es tatsächlich. Jo, das war die gesamte Kartenliste zum am nächsten Donnerstag erscheinenden Set Genesis Impact. Ja, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr von den drei neuen Archetypes haltet, ob ihr einen der drei Archetypes euch tatsächlich zulegen werdet. So interessiert mich tatsächlich, wieso das Verhältnis ist, ob dieses Set für jeden da draußen irgendwie was mit drin hat oder ob ihr sagt, ach komm, ist da was, komm. Lass stecken, ihr kauft mir lieber noch ein Display Maximum Gold. Ja, lasst es mich in den Comments wissen, was ihr von den neuen Archetypes haltet. Ich finde den Magistus-Archetype irgendwie am interessantesten, auch wenn die Drytrons sehr, sehr krass aussehen. Bei Evil Twins, ich glaube, das wird nichts. Falls ich mich irren sollte, so könnt ihr mir das gerne unter die Nase halten, aber ich glaube, das wird nichts. Jo, und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, falls euch das Video gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen, falls ihr noch nicht getan habt. Denn nur so verpasst ihr keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos. Und damit bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer genießt den Rest des Tages, den Rest des Abends, wann auch immer ihr das Video guckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.